Hallo, herzlich willkommen. Gibt es schon wieder etwas Neues im Sortiment von Motorform? Ja, und das sollten wir uns gemeinsam anschauen. In wenigen Sekunden. Viel Spaß dabei. Heute geht es um ein Teil, welches man, wenn man es benötigte, bisher meistens nur gebraucht bekommen hat. Insbesondere wenn in der Vergangenheit, und unsere Autos haben ja ein langes Leben schon hinter sich, irgendjemand mal eine nachträgliche Wegfahrsperre eingebaut hat ins Auto oder zusätzliche HiFi-Systeme, dann wurden oftmals die Einlagen der Handschuhfächer innen ausgeschnitten, um dort, und wenn es nur kleine Schalter sind, einzubauen. Und das ist dann ärgerlich, wenn man den Wagen in den Originalzustand rückrüsten möchte und eine jungfräuliche Innenablage für das Handschuhfach haben möchte, dann hatte man bisher keine Chance, die zu bekommen. Jetzt werden die nachgefertigt. Wir können sie anbieten. Sie sind aus einem schwarzen Kunststoff, etwas stabiler als die bisherigen, die eher so aus Art Pappe waren. Innen sind sie aber ebenso beflockt wie die Originalen, sodass es sich schön anfühlt und die Sachen da drin in der Kurve nicht so sehr durcheinander fliegen. Sie haben natürlich die Öffnungen für die Innenraumbeleuchtung sowie die Löcher für die vier Kunststoffdübel, um sie mit der Karosserie bzw. dem Armaturenbrett zu verbinden. Hier ist die Aussparung für das Schloss. Die Handschuhfachanlage passt für alle R107 und C107 aller Baujahre. Ja, die späten Fahrzeuge mit dem Kraftstoffpumpenrelais hinter dem Handschuhfach haben deswegen hier noch eine Klappe. Das hat die Repo-Version nicht, insofern ist sie authentisch bis Juli 85, aber jeder, der schon mal versucht hat, hier das Relais durch diese Klappe zu tauschen, weiß, dass es immer Sinn macht, die Dübel rauszuziehen und die Einlage komplett zu entfernen, um dann an das Kraftstoffpumpenrelais zu kommen, welches man wahrscheinlich alle 20 Jahre nur tauscht. Insofern ist diese Klappe nicht wirklich wichtig. Mir wäre es eigentlich wichtiger, ein vollständiges Handschuhfach-Inlay zu haben, als jetzt unbedingt diese originale Klappe. Diese Repro-Schale hat diese Klappe nicht, aber sie hat exakt diese Buckel, damit die Scharniere richtig Platz finden. Das ist natürlich viel, viel wichtiger. Die originale Ausformung ist vorhanden. Ich zeige es gleich nochmal bei dem Repro-Teil. So, hier an der Reproduktion nochmal schön zu sehen. Im Detail, hier sind die Wellen drin, damit die Scharniere richtig Platz haben. Ganz wichtig. Und hier ist nochmal die Beflockung. Zur Demonstration setze ich mal so eine Lampe rein, wie sie hier unter anderem am Armaturenbrett und im Handschuhfach zum Einsatz kommt. Zack, passt. Perfekt. Im Übrigen ist das ein wichtiger Punkt. Immer, wenn man dieses Inlay ausbaut, zuerst die Lampe lösen. Dann hängt sie noch hier am Kabel dran, natürlich runter baumeln lassen. Dann die Dübel rausziehen. Erst den oberen Teil des Dübels, beziehungsweise jetzt hier, wenn man oben anfängt, den unteren Teil rausziehen. Da sieht man dann einen 1 cm langen Stift, dann kann man den ganzen Dübel rausziehen. Nicht direkt versuchen, den Dübel mit einmal rauszuziehen. Das funktioniert nicht, dann macht man alles kaputt. Vor allen Dingen, wenn man dann anfängt, und das ist ein absolutes No-Go, aber dazu gehe ich nochmal ins Auto und zeige das. Auf keinen Fall mit dem großen Schraubenzieher versuchen, die Dübel rauszuhebeln. Unten kann man das noch machen, aber oben bitte auf keinen Fall. Es ist mir selber schon vor rund 30 Jahren passiert. Man drückt mit dem Schraubenzieher nach oben, hat den Dübel raus, freut sich und dann sieht man, dass oben am Armaturenbrett eine kleine Delle drin ist. Und diese Delle geht verdammt schwer wieder raus, weil es sich um einen Hartschaum handelt. Da hat man Monate was von, vielleicht sogar für immer. Deswegen leicht ziehen mit dem Schraubenzieher rein, drehen, hebeln und dann lieber mit einer Zange, aber nicht mit dem Schraubenzieher hebeln. Drehen, jetzt kommt der Stift schon leicht hoch, dann vielleicht mit einem größeren Schraubenzieher. So, und am Ende mit der Zange vollständig rausziehen. Zack.
einmal, das ist der erste Teil. Und dann den zweiten Teil rausziehen, der geht dann nämlich leicht raus. So, das ist der zweite Teil. Zweiteiliger Dübel. Niemals, niemals versuchen, gleich alles mit einmal rauszuhebeln. Das funktioniert nicht, weil das ist eben nur mal so ein Spreizdübel. Der spreizt sich auf, wenn der Kunststoffstift voll drin ist, und das hat halt seinen Zweck. So, und hier oben, wie gesagt, das Gleiche. Kann man jetzt hier nicht so gut sehen, weil ich nicht drei Hände habe. Aber wenn man jetzt hier runtergehen will und diesen Stift raushebeln will, dann drückt man hier gegen. Und jetzt hat man einen Hebel. Und dann kriegt man hier diese Dellen. Muss man mal darauf achten, bei Fahrzeugen, die irgendwo ausgestellt sind oder im privaten Kreis, manchmal sieht man, dass dann hier so kleine Dellen sind. Ist sehr schade, ist sehr ärgerlich. Und je größer der Schraubenzieher, je größer der Hebel, desto tiefer werden diese Dellen. Bitte vermeiden. So, andersrum geht es natürlich genauso wieder rein. Man kann den so ein bisschen vorstecken. Zack, reindrücken, fest. Eigentlich ein cleveres Prinzip. Man muss halt nur wissen, wie es funktioniert, weil, naja, aus den genannten Gründen. Das Teil sieht primitiv aus, ist in der Herstellung aber nicht ganz trivial. Deswegen wird es im Webshop 95 Euro kosten und wird dort ab sofort verfügbar sein. Und bei eBay, im eBay-Shop, wird es natürlich auch in Kürze folgen. Bitte immer daran denken, dass der eBay-Shop in der Regel den Versand inkludiert. Deswegen ist es dort etwas teurer. Manchmal auch mehr als nur die Versandkosten, weil eben eBay mittlerweile recht hohe Provisionen verlangt. Und deswegen müssen manche Artikel etwas teurer sein, insbesondere wenn die Gewinnmarge gering ist. Bei anderen Artikeln ist der Unterschied nicht so groß. Manchmal ist der Unterschied auch gar nicht da. Das hat dann marktmechanische Gründe. Zum Schluss noch ein kleiner, aber wichtiger Hinweis. Natürlich freue auch ich mich über ein Abonnement. Einfach unten auf Abonnieren klicken, denn das gibt mir das Feedback, um zu sehen, ist neuer Content erwünscht? Möchten meine Kunden und geschätzten Zuschauer sehen, was es Neues in der kleinen Welt von Motorformen gibt oder eben nicht? Für diejenigen, die sich auf YouTube nicht ganz so gut auskennen, was überhaupt gar keine Schande ist, das ist vollkommen kostenlos, ist nur ein Mausklick, jederzeit wieder revidierbar, ganz simpel. Aber für mich ist es durchaus relevant. Vielen Dank vorab dafür und hoffentlich bis bald. Und wie immer, viel Freude mit diesen schönen Fahrzeugen.